Ja gut, also jedenfalls, das ist eine interessante Geschichte, warum Sie jetzt bei uns irgendwie gestrandet sind. Mhm. Gell, der von Husum strandet ja. Ja. Oder legt an. Ja. Also jedenfalls, da gibt's, also Sie sind ja schon mal, Sie haben ja schon mal E-Bike gehabt. Wir haben, das ist richtig, wir haben bei uns in der Nähe sind wir vorstellig geworden und haben uns zwei E-Bikes gekauft, die auch relativ teuer waren. Und da mussten wir dann leider nach einer gewissen Zeit feststellen, dass wir total falsch beraten worden sind. Das endete dann nachher in einem Streit und das Ende war, dass wir die Fahrräder abgegeben haben, haben unser Geld dann wieder bekommen. Und ein guter Freund von mir, den ich an dieser Stelle auch grüßen möchte, den Hermann. Der Hermann, hallo Hermann. Der hat, der interessiert sich auch für Technik und für Fahrräder. Und mit dem bin ich dann ins Gespräch gekommen und der hat mich dann auch schon mal darauf hingewiesen, dass alleine das, was wir hier natürlich auch gelernt haben, das Zusammenspiel zwischen Motoren und Schaltung, dass das alles nicht egal ist. Was für mich neu war, war auch, dass das Körpergewicht eine Rolle spielt. Und der gute Freund Hermann hat mir dann Links, diese sogenannten Links, das ist ein neudeutscher Mod, zugeschickt. Und da waren schon mal 5, 6 von ihren YouTube-Videos dabei. Und die haben wir dann auch genossen und nicht nur das, wir haben dann alle anderen Filme, die haben wir uns dann auch noch gegönnt und sind dann irgendwann hingegangen, haben gesagt, wieso fahren wir da nicht einfach mal hin und so ist das, so sind wir dann quasi irgendwann hier längsseits gekommen. Also jetzt für alle Wohnmobilisten, das liebliche Taubertal hat sehr schöne Stellplätze, hier zu verweilen, manche bleiben dann länger und immer länger, kommen immer wieder, welche Wein, Bio und so, ne? Ist auch ganz wichtig. Jetzt nochmal, was hat denn eigentlich dieser Händler, was hat er Sie falsch beraten gehabt? Das würde ich nochmal gerne wissen. Also, wir haben dem Händler mitgeteilt, dass wir das Fahrrad eine gewisse Federung haben soll, weil die Fahrradwege bei uns immer schlimmer und immer schlechter werden. Und da hat er uns dann ein Mountainbike jeweils, das voll gefedert war. Also Einsatzbereich, aber bei Ihnen da in der Straße. Also in Schleswig, ne? Ja. Wir haben ihm gleich gesagt, wir wollen eigentlich nicht damit ins Gelände und auch nicht in den Wald und oder was weiß ich. Aber wir haben dann diese Mountainbikes bekommen, die von der Übersetzung für die Straße eigentlich schon mal gar nicht passten. Und dann kam dazu, dass bei diesen Fahrrädern der Motor viel zu stark war für die Kettenschaltung, die wir hatten. Ich musste immer im größten Gang fahren, damit ich überhaupt einigermaßen vorwärts kam. Und dann merkte ich, dass sogar beim Treten durch die Kraft des Motors die Kette hinten übers Ritzel immer gesprungen ist. Ach, und das nach relativ kurzer Zeit musste ich dann hinten schon eine neue Kassette haben. Und das, ja. Also ein großes Thema momentan bei mir ist, ich greife das mal gerade auf, ist Nachhaltigkeit. Also jeder erzählt aber nachhaltig, kauft sich dann Recycling-Klopapier oder Briefpapier und so. Aber Recycling ist was, Quatsch. Nachhaltigkeit ist ein bisschen was anderes. Und zwar nachhaltig verstehe ich drunter, dass die Dinge lange halten und dass man sie reparieren kann. Dass sie wartungsarm, verschleißarm sind. Das ist nachhaltig. Und das ist eigentlich von der Industrie gar nicht gewollt. Die Industrie will ja ständig neu produzieren. Ne? Also so die Laufzeit von gewissen Dingen, ob das jetzt ein Handy ist oder irgendwas, das ist ja stark begrenzt. Und wenn der Akku dann kaputt ist, musst du das ganze Ding wegwerfen. Sowas geht im Grunde genommen gar nicht. Sowas geht nicht. Also in meiner Welt geht es nicht. Und der Fehler, das bei ihm gemacht wurde, an dem E-Bike, war einfach das, da wurde eine Fahrradkette, vermute ich jetzt mal, eine schwache Fahrradkette verwendet in einem E-Bike mit einem starken Antrieb. Mhm. Und dann ist es typisch, dass die Kette sich dehnt und die läuft dann praktisch nicht mehr richtig in die Ritzel ein, sondern dort durch die Dehnung läuft sie auf die Spitze und der Verschleiß ist enorm. Und also an unseren Rädern, die wir hier verkaufen, Tauberrad, Ries und Müller,
hält eine Kette Minimum 9.000 bis 10.000 Kilometer. Wir gehen hier davor aus. An diesem Rädle daneben mit einer Rollerschaltung, immer geradlinig laufend. Sie sehen auch übrigens, das ist eine KMC-Kette daneben. Die hat vernickelte Laschen. Also die glänzt ein bisschen so schön. Das ist eine ganz, ganz hochwertige Kette. Wir rechnen da mit einer Standzeit von 15.000 Kilometer. Sehen Sie, und das ist nachhaltig. Und jetzt gerade in Zeiten von Corona, wir haben jetzt Lieferengpässe weltweit für Fahrradersatzteile, weil jeder danach schreit. Ja. Und es gibt jetzt viele, viele, viele E-Bikerer und Rinnen, die nicht mehr fahren können, weil eben die Kette überreißt und sie kriegen keine Teile bei. Und das gibt es bei unseren E-Bikes hier aus dem Taubertal nicht. Die halten, wie gesagt, 10.000 Kilometer Minimum und wenn man dann sagt, ja, langsam kürzen mal erneuert und man kriegt keine Teile, dann fährst du halt nur 2.000, 3.000 Kilometer. Aber deswegen reißt die nicht drüber. Also das ist ein Zeichen von ganz mangelhafter Qualität. Da kam noch, wenn ich kurz das noch dazwischen also noch sagen darf, dann kam auch der Service dazu. Uns wurde gesagt, nachdem wir die Fahrräder gekauft hatten, wir sollten nach 500 Kilometern ungefähr vorbeikommen, damit das ganze Fahrrad nochmal überprüft werden konnte, die noch irgendwelche Schrauben nachgezogen werden konnten. Und dann wollte ich einen Termin machen und da mussten wir dann 3 Monate warten. Ich sage, ja, aber die 500, die habe ich ja schon lange gefahren. Also man konnte merken, dass die Anzahl der verkauften Fahrräder nicht zum Service, nicht zur Werkstatt passte. Wann waren das etwa? Bitte? Wann waren das? Das war vor ziemlich genau einem Jahr. Haha, also da hat ein ziemlich starker Boom angefangen. Der Fahrradhandel hat gar nicht damit gerechnet, ist gar nicht nachgekommen. Jetzt ist so, wir machen jetzt hier im Taubertal, mache ich jetzt schon seit 2004 ausschließlich E-Bikes und verkaufe bundesweit. Also immerhin, wir sind ja Entfernung von 700 Kilometer, habe mir da zurückzulegen voneinander. Meistens, also man kann ja auch telefonieren, man muss ja nicht jedes Mal da anfahren. Geht auch mittlerweile. Und das war schon immer die Aufgabenstellung, Kunden zu überzeugen, dass sie ihn hier in Lauda kaufen und weiß Gott, wo irgendwo in Deutschland wohnen. Ja. So, das heißt, ich musste mir schon ganz, ganz früh einfallen lassen, welchen Service müssen wir bieten, dass der Kunde sagt, ich kaufe das gern bei dir, weil Service ist geregelt. Also ich kann es Ihnen wie folgt kurz erklären. Das heißt, bei uns brauchen Sie keine 500 Kilometer Inspektion, weil unsere Endmontage viel zu gut ist. Also wir haben sehr, sehr viel bei uns getan. Wir haben Checklisten, wir haben ein Qualitätsmanagement, wo man dann erst mal die ersten 2000 Kilometer fahren kann. Und dann ist es so, wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe. Also wenn einer weiß, warum eine Schraube gedreht wird, rechtsrum oder so, meistens, dann kann er viele selber machen. Also Schraube nachziehen, da brauchst du nicht in der Werkstatt. Ja? Eine Kette spannen, da habe ich mir Videos gemacht, wo man dann daneben welche Schräubler. Ne? Also sie kriegen sogar ein Werkzeug mit, wo sie das dann selber machen können. Im Grunde genommen, wenn sie sich an diese Anleitungen und an diese Filme halten, die mir anbieten, brauchen wir uns eigentlich nicht mehr zu sehen. Es wäre schade, gell, aber das ist so. Ja, aber es ist ja auch kein Problem. Man kann das Ganze ja auch irgendwie miteinander verbinden, mit Natur hier ins liebliche Taubertal. Sie haben ja sogar hier, stellen uns einen Wohnmobilstellplatz mit allem, was dazugehört, zur Verfügung. Mit Dusche. Mit Dusche und allem. Besser geht's nicht. Und so, und jetzt zu den Terminen von den Inspektionen. Also schon weit vor Corona, hatten wir auf unserer Internetseite die Möglichkeit, dass man einen Termin für eine Inspektion angefragt hat mit einem Vorschlag. Und dann melden wir uns telefonisch, wir rufen zurück. Dann sagen wir dann, okay, geht klar, oder wir machen einen anderen Termin aus. Das Ganze ist jetzt sehr populär geworden durch Corona, Impftermine, gell? Da muss dann allerdings, das war jetzt so eine Zeit, nachts um 0 Uhr, muss man dann da versuchen, sich da irgendwie so einen Termin zu kriegen im Internet. Also bei uns können Sie das rund um die Uhr. Es kommt bei uns an, das E-Mail. Und am nächsten Tag spätestens bearbeiten wir das. Und dann, also Sie sehen,
Wir sind schon weit irgendwo bei uns, ja, in Lauda, im Liebische, Taubertal. Also, mir hätte denn erklären gekönnt, die das Ding mit der Corona da organisieren, wie es funktioniert. Aber uns hat keiner gefragt. So, jetzt gehen wir mal zur Technik. Also, wenn wir uns jetzt mal Ihr Rädler angucken, Sie haben ja auch einen besonderen Geschmack, gell? Ja. Sie sind ja Nordfriese oder Ost oder West? Nordfriese, ja. Also die Ostfriese, da gibt es die Witze, Nordfriese nicht, ne? Nein. Die sind ernst, die Leute. Also die, über Nordfriesen gibt es keine Witze. Mhm. Aber man darf nicht vergessen, Nordfriesland und Ostfriesland, ist das gibt es einen Unterschied von 300 bis 400 Kilometern. Also wir sind... Ach so. Also, aber es gibt doch eine Grenze, dann wäre es ja kein Unterschied, oder? Nein, also wie gesagt, die Stoßt Ost... ja nicht aufeinander so? Nee. Ach jele. Wir sind, wie gesagt, oben an der schleswig-holsteinischen Westküste die Ostfriesen wohnen da mehr Richtung Holland. Jetzt habe ich es verstanden. Ich habe jetzt genau die Karte vor meinem inneren Auge. Also jedenfalls, es geht die Sonne auf, wenn man sie sieht dann auf dem E-Bike und dieses wunderschöne Gelb. Ich weiß nicht, ob das in dem Film so rauskommt. Markus, kommt das Mensch, ja? Also das hat so einen schönen Warmton. Mhm. Also wenn einer sagt, das ist jetzt von der Post, dann hat er sich getäuscht. Die Post ist ein helleres Gelb, ja, eindeutig. Ne? Das ist ein schönes Gelb. Obwohl, hier würde ja auch noch ein Horn, Posthorn hinpassen. Ja, doch ein Fisch. Ihr habt doch mehr so Fisch bei euch. Genau. So, also Sie haben jetzt die Entscheidung getroffen, als erstes mal ein Tauberrad. Übrigens, wenn wir bei der Farbe sind, das ist ein Rahmen, der in Deutschland gepulvert wird. Mhm. Das ist ein großer Unterschied zu den meisten Rahmen, die heute aus Fernost bezogen werden. Die werden schon da drüben in Asien lackiert. Ja. Und da gibt es auch immer wieder Probleme mit dem Lack und so weiter. Also eine Pulverung ist eigentlich mehr eine Beschichtung oder Versiegelung. Ja. Und wenn Sie sehen, wie dick das aufgetragen ist, also Sie können das quasi im Meer versenken und holen das nach 100 Jahren raus, machen das ein wenig sauber und dann sieht es noch genauso, ja, aus. Also zumindest das da. Es ist wirklich so, das Zeug, das hält ewig und drei Tage. So, und dann haben wir einen Herrenrahmen rausgeholt. Jetzt zeige ich Ihnen, er hat noch, wie er fährt, gell? Er kann fahren, ich habe es schon ausprobiert. Mitten. Und jetzt kamen Sie auf die Idee, eine Rohloff-Schaltung zu wählen, und zwar die Rohloff E14. Und warum? Ja, also wir haben uns natürlich im Vorfeld informiert über Schaltung, welche Schaltungen es gibt, die Vor- und Nachteile. Und habe ich erfahren, dass die Zusammenarbeit mit diesem Bosch Performance CX und dieser Rohloff E14 Schaltung einfach perfekt ist. Das passt hundertprozentig zusammen. Dann habe ich mir gesagt, so ein Fahrrad sollte gerne so 10 Jahre halten. Länger. Ewig. Und da habe ich gesagt, dann gönnen wir uns noch mal was Gutes. Und den Rest haben Sie dazu getan in Ihren Filmen, wie Sie von dieser Schaltung schwärmen. Und das ist ja auch wirklich also bei der Probefahrt haben wir das schon festgestellt. Man kann das gar nicht beschreiben, wie toll, wie präzise die funktioniert und angenehm. Wir müssen in dem Zusammenhang vielleicht noch eine Sache, nennen Sie mal selber Ihr Gewicht, weil das macht man nicht. Ja, ich denke, ich wiege so um die 120 Kilo, ja. Mit Kleider oder ohne? Ohne. Also gut, es ist so, ich habe diese provokative Frage gestellt, einfach aus dem Grund, so einfach ist es ja gar nicht, ein E-Bike, sagen wir mal, so zu konzipieren, dass es für dieses Gewicht ausgelegt ist. Aha. Also wir brauchen einmal einen starken Rahmen überhaupt, der Rahmen muss getestet sein, dann einen starken Motor, denn er wird auch zukünftig mal den Berg hochfahren. Oder gegen Wind bei uns. Wir haben viel Wind. Meistens Gegenwind, gell? Ja. Das ist komisch, also dass der Wind kommt immer von vorne. Komisch, gell? Ja. So, und diese Kombination zwischen starkem Motor, Rohloff-Schaltung hat er im Grunde genommen jetzt für die restliche Laufzeit, also wir reden da jetzt von mindestens 20 Jahren,
Dann wäre sie ja 79, ne? Ja. Ja, und dann sieht man weiter. Genau. Dann sieht man weiter. Also und bis dahin kann er dann das voll ausfahren. Er kann also quasi mit seinem Wohnmobil, ne? Und mit seiner Frau kann er dann da quasi durch Deutschland und durch Europa, kann die Berge hoch und runter. Sie kriegt auch noch eins, da wartet sie noch drauf. Hoffentlich hält sie es auch so lang. Bestimmt. Und ja, und da können die praktisch an jedes Gebirge ranfahren und können dann drüber hinweg gucken. Ah ja, das ist schon klasse. Mhm. Dann von der Bremsanlage haben wir uns auch überlegt, Scheibebremsen, und zwar XT-Bremsen. Ja. Es geht einfach darum, wissen Sie, wenn eine Person dieses Gewicht mitbringt, dann ist es ja wie wenn man quasi normalerweise, es gibt ja Menschen, die wiegen 60 Kilo, gell, so Frauen, sie haben ja nicht mehr wie 60 Kilo, da wären dann zwei Personen drauf und die müssen gebremst werden. Ja. Den Unterschied merkst du. Aus dem Grund eine starke Bremse, so haben wir uns das gedacht. Bei der Federgabel ist es genauso, die ist noch mit Luft, jawohl, das kann man schön anpassen. Pumpen wir dann ein bisschen vorne an. Und ich zeige noch mal ganz kurz was. Das ist diese Federung daneben, das ist die Schulz. Das ist eine Parallelogrammfederung, die geht nach hinten etwas. Dadurch hat es ein sehr gutes Ansprechmoment. Also dieses Losbrechmoment, man spricht da davon, ist im Grunde genommen null. Und übrigens diese schönen Teile da, die hier sind, die sind im Gesenk geschmiedet oder 3D geschmiedet. 3D. Ich habe noch nie eine defekte dieser Stützen gesehen, noch nie. Und da war ich schon schwerer drauf gesagt, hallo. Okay. Also das daneben ist genau das, was ich brauche. Dann haben wir vorne uns für einen verstellbaren, höher verstellbaren Lenkervorbau für den Speedlifter entschieden. Und zwar, das Rad soll ja später noch ins Wohnmobil reinpassen. Und dann gucken wir uns das mal an, wie das dann so ist, wenn man dann das schwenkt und kann das so reintun. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Das probieren wir dann noch aus. Ja, zu der Bereifung. Ich zeige es mal ganz kurz. Die Reifen. Und da ist jetzt ein Supermoto drauf. Und da haben wir uns jetzt gestern schon gefragt, ob der ideal ist bei Ihnen, weil Sie einmal über so sandige Strecke fahren. Ich habe es heute Morgen nochmal mit meinem Team besprochen und mir werde ich eine andere Reife drauf machen, mit ein bisschen Profil. Ja.